Und damit hallo und recht herzlich willkommen, ja, hier zurück zu Lumberjack Dynasty, So, wir sind hier unterwegs gewesen zu Finde das verlorene Schaf Quest Gedingens da. Und da bin ich jetzt auch. Oh, erstmal hier anquatschen. Schön, dich zu sehen. Hi. Hi. Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Ich kann mein Schaf nicht finden. Kannst du mir helfen? Ja, sehr klar. Sicher, kein Problem. Also es gibt nur 50 Glocken für den Mist. 50, ja? Möchte ich mal betonen. Das sah komisch aus. Hi. So schönes Lächeln. So ein schönes Lächeln. Hinreißend, das ist dir klar. Oh, danke. So nett von dir. Ja, ich bin ein nettes Gedingens da. Hallo. Gut, dich zu sehen. Ich mache jetzt einfach alle an. Was hat denn die für T-Shirt gehabt? Meine Dame, lass mich dir sagen, du siehst heute wirklich wunderschön aus. Meine Dame, lass mich dir sagen, du siehst heute wirklich wunderschön aus. Danke, du bist so ein Gentleman. Dieses Shirt, Alter, warte. Das ist gruselig, wenn bei dir die Katze rauskommt aus dem Magen. Das ist ekelhaft. Aber naja, ist ja schön, es ist ja toll. Was es hier nicht alles gibt, ist so wundervoll. So, da hinten blinkert irgendwas. Könnte das Schaf sein? Das könnte aber auch irgendein anderes Getier sein. Das kennen wir ja bereits. Oh, ich hoffe, ich finde das jetzt wieder schnell. Nicht, dass ich hier durch die ganze Botanik wieder rennen muss. Kein Bock. Überhaupt nicht. Warum gibt es überhaupt keine Pilze und sowas? Was ist denn das hier? Oh, guck mal, wie weit das jetzt schon da entfernt ist. Kriech ein zu viel. Ah, oh, guck mal da. Oh, Pilze. Boah, wie lecker. Erstmal einen fetten Pilz. Pilzi, Pilzi, Pilzi. Können wir Pilzsuppe machen. So machen wir das. Pilzsuppe. Haben wir ja schon ewig nicht mehr gemacht hier, Pilze gesammelt. Immer wieder Zeit. So. Blum. Und blum. So, soll reichen. Oh nein, es reicht doch noch nicht. Na. Oh, wie weit ist es denn noch weg? Hallo. Und es ist wegen diesem blöden Kackvogel. Oh, really? Oh, hier, guck mal. Aufnehmen, Nachtblatt. Sehr schön. Können wir so Kräuterzeug machen? Gibt ja Haufen Kohle. Dafür. Werden wir außerhalb der Folge mal richtig sammeln hier. Vor allem so die Kräuter oder so, das ist richtig cool. Da kannst du richtig Kohle machen. So, blum, 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 blum. Fällt nehmen wir auch mal mit, danke. So, jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurück, weil es so schön war. Kann ich da hinten schon erkennen, was es ist oder nicht so? Nö, das ist hinter dem Berg oder was? Ja, wir gucken mal. Es kann aber nicht wahr sein. Und der schwimmt auch so langsam. Oh Mann. Das war tontechnisch nicht so geil. La 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 la. Das ist kein Schaf, aber ich muss es zumindest antriggern, dass die Kacke weg ist, sonst... Ah, verschwinde, Kackvogel, hasse dich! Jetzt die wundervolle Musik wieder ein, beim Pilze sammeln. Es ist ein herrlicher Tag zum Pilze sammeln. Mit toller Musik in Begleitung. So, jo. Jo, danke.
Wollten wir nicht gerne ein Schaf suchen? Nein, nein. Wir wollten Pilze suchen. Ich weiß genau. Das wird verkehrt verstanden. So. Was haben wir hier? Eine Berinale. Keine Ahnung, was eine Berinale ist. Ein Fuchsohr. Schön. Da haben wir auch noch die Ohren der Füchse. Das ist toll. Okay. So, jetzt reicht's aber mit der schamlosen Sammelei. Okay. Dann haben wir da hinten. Erstmal Pilze. Hier hinten nochmal. Blinky, 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 blinky. Boah, das ist ja ein Pilztraum hier. Okay. Da bin ich rüber. Feuerstelle, entfache ein Feuer, setz dich und entspanne. Nein, keine Zeit. Ich muss Schaf suchen. Ich habe keine Zeit zum Entspannen. Ach. Guck mal, wird da so ein Raubvogel hier. Der raubt mir den letzten Nerv. Ey, das gibt gerade mal 50 Glocken. Muss ich mal vorstellen, wie lange wir hier jetzt schon ewig rumsuchen. Oh! Fleischfressende Fische, Hilfe! Ach, schön. Ich habe immer wieder Spaß an diesem Spiel. Weiß auch nicht, warum. Seltener Angelplatz. Na, das ist ja toll. Ach komm, schwimmen mal ein bisschen. Gruselig. Fette Fische. Die sind richtig fett. Ich werde doch mal wieder angeln gerne. So. Hier, beiß an, du. Kackfisch. Hey, hallo. Was soll denn das? Warum? Fischis! Anbeißen, los! Ich schwimme überall hin, bloß nicht an meiner Angelschnur. Es dauert halt auch einfach viel zu lange hier. Los jetzt, beißen! So, jetzt haben wir hier einen Fisch. An der Angel, da kommt er raus. Ah. Was haben wir bekommen? Ein Karpfen. Guck mal, jetzt sind die einfach verschwunden. Die spawnt oder so. Das ist doch voll doof. Mal really. Los, beiß an. Ah, da zum Glück habe ich Kaffee da. So eine Verarsche hier. Oh, die schwimmen genau dran vorbei. Was soll das denn? Was? Ja, traumhaft. Deswegen mag ich dieses Angeln hier überhaupt nicht. Das dauert mir einfach viel zu lange. Die Fische tun, was sie wollen. Aber nicht das, was ich will. Das sehe ich als Problem. Guck dir das an. Oh, ist mir zu blöd. Ich suche jetzt das blöde Schaf weiter. Wir haben zumindest einen Karpfen bekommen. Das ist toll. Es ist wundervoll. So, wir haben hier hinten ein blinkendes und da hinten ein blinkendes. Ja, ja, ja. Oh, guck mal, zwei blinkende. Das eine ist aber ein Hirsch. Das andere ist ein Vogel, toll!
Und wilde Schweine. Klasse. Dankeschön, Spiel. Wie immer eine Freude. Es ist mir wie immer eine Freude. Ah, hey. Ja, ich werde mal außerhalb der Folgen, werde ich mal richtig schön Zeug hier zusammensuchen. Gerade hier sowas hier. Das Grüngedöns. Ich mal gucken, dass ich da mal einiges finde. Dann können wir das mal herstellen. Und dann richtig verkaufen für richtig Geld. Kaufe dieses Waldstück. Ja, toll. Wo bin ich denn jetzt? Ach, hier bin ich. Ja, die Waldstücke hier vorne sind ja schon richtig geil, ne? Muss ich mal sagen. Aber hier so, keine Ahnung. Es ist nicht, da sind nicht viele Bäume. Was kostet denn so ein Waldstück? Was? Ja, tschüss. Ciao, ciao, Bella Rosa. 18.000, ich glaube, der spinnt wohl. Er hat wohl einen Knall nicht mitgekriegt, oder was? Wo ist jetzt dieses blöde Schaf? Ich drehe durch. Das gibt's doch wohl nicht. Ja, au, oh. Ich wurde angefahren. Eine Buinis. Und Pilze. Pilze habe ich auch schon mit Tausende. Tausende, aber Tausende. Ich weiß nicht, was ich damit soll. Vielleicht mal verarbeiten oder so. Wie wär's denn mal? Ja, ja. Mal gucken, ob wir eine schöne, fette Pilzsuppe machen können. Sanjos berühmte Pilzsuppe. So. Weiter in Richtung des blinkenden Dingens da. Boah. Das ist auch kein Schaf. Das ist auch wieder bloß dieses blöde Vogelvieh. Ich drehe durch. Boah, was ist denn hier los? Ich kann nicht anders. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Haufen Kräuter und so. Geil. Und Pilze. Hab ja nicht schon viele Pilze. Hau ab, du Federvieh. Oskar schicke ich dir hinterher, du. Musst schon sehen, was du davon hast, hier rumzuteuchen und fleuchen. So. Sehr gut. Wo sind wir jetzt? Oh. Und weiter geht's. La 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 la. Ja, da brauchen wir eine ganze Folge nur wegen diesem blöden Schaf. Sag's euch. Einzig und allein wegen dem Schaf. Nur das Schaf ist schuld. Wo ist jetzt der blinkende Punkt? Hallo? Wo? Oh. Wieder ein Pilz, noch ein Pilz und noch ein Pilz und Kräuter. Kräuter sind super. Das gibt zumindest richtig und Asche und Geld und Money. Moneten. Oh, es war bloß wieder ein Kackreh. Jetzt sag mal, wo ist denn das blöde Schaf hier? Ich kriege hier zu viel. Bim, bim, bim. So, Pilze. Bla. 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 €5 pro Pilz. Ich wäre reich. Ich wäre reich. Schwör. So. Okay, dann hier so, dann wieder zurück. Oh, 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 oh.
Komm her, dich nehme ich auch noch mit. Dich auch, dich auch. Eine Erdbeere habe ich gefunden. Oh, nice. Da hinten. Da hinten blinkert es. Es lächelt mich an. Da ist es scharf. Gott sei Dank. Ich bin gerettet. So, jetzt haben wir das Kackschaf schon mal. Stinkt wieder wie Sau, ey. Boah. Pfui. Das war gar nicht so weit weg, wäre ich dann direkt rechts gelaufen. Aber guck mal, dann hätten wir auch nicht so viele Pilze bekommen und nicht so viele Kräuter, die wir brauchen. Naja. So ist das nun mal. Das stimmt, ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Meinen eigenen Augen. Ich hab da was ganz anderes gehört. Oh, die Lester-Schwestern. Vielen Dank. Lass mal ein bisschen mehr Kohle geben hier. 50 Glocken, ey. Ich glaube, ich spinne. Aber Setzlinge zum Einpflanzen, das ist gut. Das ist sehr gut. Dann würde ich das machen, auf jeden Fall. 500 Sozialpunkte, das ist ja schon mal nice. Neuen Bauplan. Neuen Bauplan erhalten. Prüfe es im Inventar. Bauplan mit. Spezielle Kräuter, glücklicher Mann. Händler, Mechaniker, Bauarbeiter. Naja. Keine Ahnung, was ich hier von Blaupause bekommen soll. Haben soll. Ach, hier. Möbelblaupause. Blaupausen schalten neue Möbel frei, die in der Fabrik hergestellt werden können. Weitere Möbelstufen schaffen komplexere Möbel, die zu höheren Preisen verkauft werden können. Mittelklasse-Möbel, Betten. Dieser Plan ist bereits freigeschaltet. Ja toll, danke für nix, Spiel. Vielen Dank. Dankeschön. Voll kacke hier. So. Haben wir das erledigt? Folgender Vorschlag von meiner Seite. Wir fahren jetzt zurück. Erstmal entfernen wir hier den Kack. Und dann hier. Dann machen wir mal Folgendes. Wir werden mal Setzlinge im Häuschen machen. Das haben wir nämlich schon eine ganze Weile nicht mehr gemacht. Da müssen wir unbedingt machen und tun. So, dann haben wir jetzt zwei Quests tatsächlich schon wieder erledigt. So, Möbel bauen würde ich auch mal gerne in diesem Dings, aber wir haben aktuell noch keine Kohle dafür. Und das Möbelhaus müssen wir dann auch kaufen. Zum Teil. Und dafür habe ich aktuell noch kein Geld. Weil Pleite und so. So, wir fahren erstmal nach Hause. Und dann machen wir eben schnell Arbeiten am ihr wisst schon. Gewächshaus und so. So. Wir sind da. Ach hier, guck mal, das können wir doch ernten. Ja, was ist denn los? Ne, können wir nicht ernten. Wie sieht's denn aus hier? Komfort, es ist alles in Ordnung. Wieso brauchen das so ewig in 3 Jahren? Ach so, weil wir zu wenig schlafen. Schlafen wir einfach zu wenig, deswegen wird das hier nichts. Ach ja. Gut, dann gehen wir eben schlafen. Vielleicht ist es dann fertig. Mal gucken. Ich geh pennen. Reicht mir für heute. So. Erstmal. Oh. Vormittags hinlegen und bis zum nächsten Früh durchschlafen. Mai auch immer. Hör dich nochmal. So, guten Morgen. Lass mal. Erstmal Waschi-Waschi machen.
Und Strollern in 3D. Ist lautlos. Ja, ich strolle immer lautlos. Noch mal waschi waschi machen. So, duschen. So. Ja, alles fertig. Super. Traume. So, Essen brauchen wir noch nicht. Wir haben noch nichts. Und morgen, ihr Kackelner. Ah. Und da haben sie wieder Eier verloren. Es waren noch zwei Eier. Das ist Arbeitsverweigerung. Sonst gibt es immer drei. Nicht so ein Krach da hinten, Kühe. So. Eier haben wir jetzt auch schon jede Menge, ey. So. Vielen Dank. So, Elisabetta. Halt mal ran an deine Zitze. An deine Zitzi Zitzi. Ja, ja. Mehr gar nicht rum. Elisabetta 2. Na, 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 na. Und 3. Und 4. Und 5. So, dann haben wir auch das fertig. Wir haben geschlafen. Jetzt gucken wir mal im Gewächshaus, ob das eventuell schon machbar ist. Hund ist wieder mit den Schafen spazieren. Das ist sehr schön. Oh, guck mal, ist aber schon größer geworden jetzt hier. Oh. Ja, langsam, aber sicher wird's. Komfort ist nicht mehr so geil. Machen wir mal ein bisschen an. So, so. Und wir stoppen das Ganze einmal. Da sind wir im Komfort, in der Komfortzone noch drin. Das heißt, hier herrschen Temperaturen von mindestens 80 Grad. Erkennt ihr das, wenn ihr mal zelten wart und es war warm draußen und ihr wacht dann früh morgens auf und den Zelt sind einfach gefühlt 50, 60 Grad? Richtig übel. Lübin ist doch schon lange vorbei. Warum wird das nicht mal geändert? So. Gut, dann soll es das gewesen sein. Wir gucken mal, dass wir dann irgendwann mal jetzt hier diese blöden Gedingens da mal vom Gewächshaus entfernen und Neues einpflanzen, weil wir haben ja einiges hier. Lol, die Zeit bleibt wirklich stehen. Wenn ich hier in den Links reingehe. Okay, wir haben nämlich hier eigentlich irgendwo Haufen Zeug. Zum Einpflanzen. Irgendwas mit einem Haufen Kürbis hat er mir angezeigt. Kein Plan. Ja, wir werden es schon finden. Ja, ja. Oh, Schafis sind auch bald reif. Aber da warten wir noch, bis alle fertig sind. Und dann können wir die immer noch scheren. Oder? Ah, nee, ich mach das jetzt. Schön, jawohl. Als ob Schafe so ruhig liegen bleiben, wenn die geschert werden. Meistens ist das nämlich gar nicht der Fall. Die wehren sich da dagegen. Ist ja schönstes Wetter, da friert ja auch nicht. So, ihr nackiges Pack. Hi, Oscar. Hast du lecker Würstchen bekommen? Ja, 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 ich sage vielen, vielen Dank, dass, Dankeschön, dass ihr ja da wart, dass ihr zugeschaut habt und ja. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Moment mal, ich mache noch mal schnell, ich gebe mal schnell Fressi hier rein. Heu und so. Moment, bitte. So, hier. Heu in Scheune lagern.
Ja, machen wir noch Milliardentausend Heu, Wollknäu. Alles da, wir haben alles da. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Mach's gut, Oskar, tschüss. Ja, der nächste Würstchen und nackige Schafe und alles. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.